Und das nicht nur die Familie Wulff. Nein, die Energiewende, die kostet uns alle wahnsinnig viel Geld. Ohne Strompreiserhöhungen wird das Ganze nicht gehen. Wir müssen ja neue Netze bauen. Wenn man neue Leitung baut, kostet es Geld. Billiger wird es also nicht. Das wird erstens sehr teuer. Die Kostenentwicklung. Sehr teuer. Das zahlt nicht der liebe Gott. Das zahlt die Allgemeinheit. Das ist uns doch alles bekannt. Energiewende teuer, haben wir verstanden. Aber wissen Sie, das macht uns doch gar nichts aus. Im Gegenteil, wir sind doch stolz, dass Deutschland die einzige große Industrienation der Welt ist, die sowas überhaupt versucht. Und ja, es kostet Geld, aber wir retten damit das Klima, die Zukunft. Es ist doch anständig und vernünftig und gerecht. Und heute, und jetzt übertreibe ich. Denn so wie die Energiewende im Moment bezahlt werden soll, sollte man besser sagen, unanständig, unvernünftig, ungerecht. Wer hätte das gedacht? Strom wird immer billiger. Jeder kann nachschauen. An der Strombörse kostet die Megawattstunde Strom über 11 Euro weniger seit der Energiewende. Denn mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist mehr Strom im Angebot, also sinkt der Preis. Und im Gegensatz zu Kohle und Gas kosten Sonne und Wind nichts. Aber wer profitiert davon überhaupt nicht? Sie. Denn die Stromkonzerne geben die niedrigen Preise nicht an die Verbraucher weiter. Warum auch? Die Stromkonzerne haben in diesem Jahr einfach mal von den Verbrauchern 3 Milliarden Euro zu viel kassiert, hat ein Energieexperte ausgerechnet. Und da ist noch die EEG-Umlage. Das ist der Aufpreis auf jede Kilowattstunde, den wir für den Ausbau von Ökostrom zahlen. Aber weil sich nicht alle an der Umlage beteiligen, wird es nur für einen immer teurer. Für Sie. Die energieintensive Großindustrie zum Beispiel kann es sich nämlich nicht leisten, die Umlage zu zahlen. Sonst würden ja Arbeitsplätze verloren gehen, wegen dem internationalen Wettbewerb. Deswegen sind auch Tram und U-Bahnen befreit. Sie wissen schon, globale Konkurrenz. Am Ende würden sonst vielleicht indische Verkehrsbetriebe den öffentlichen Nahverkehr übernehmen. Na, danke. Und es kommt noch dicker. Wir haben aber schon jetzt mehr Unternehmen mit in die Befreiung der EEG-Umlage hineingenommen. Ohne Witz, in diesem Jahr haben über 2000 Betriebe Rabatt beantragt. Milchindustrie, Kartoffelverarbeitung, Schlachthöfe und so. Denn die Regierung hat den Grenzwert drastisch heruntergesetzt. Zur Bearbeitung der Antragsflut musste das zuständige Bundesamt 50 neue Planstellen schaffen für knapp 4 Millionen Euro. Und wer das alles zahlt, ist ja klar. Aber es ist ja für einen guten Zweck, die Ökowende. Ja, schön wär's. Denn Stromsparer werden bestraft. Wie etwa der oberfränkische Betrieb von Bernd Drechsel. Er hat seine Stofffabrik mit einer neuen stromsparenden Anlage ausgerüstet und erreicht so gerade nicht mehr den Grenzwert für energieintensive Betriebe. Die Umlage für Ökostrom ist jetzt höher als sein Jahresgewinn. Deshalb klagt er jetzt vor dem Verfassungsgericht gegen die Umlage. Für ihn geht die Energiepolitik der Bundesregierung voll nach hinten los. Ein anderer Betrieb wehrt sich mit anderen Mitteln. Der lässt seine Maschinen zwischen Weihnachten und Neujahr leer laufen und verbraucht dadurch mehr Strom, kommt in die Härtefallregelung rein und spart dadurch wieder EEG-Umlage. Ja, Strom verschwenden für die Energiewende, das lohnt sich. Denn energieintensive Betriebe zahlen auch keine Netznutzungsentgelte und bekommen kostenlose CO2-Emissionszertifikate. 9 Milliarden Euro jährlich gibt's für die Industrie. Und? Wer zahlt das? Genau, Sie. Geht das jetzt eigentlich immer so weiter? Die EEG-Umlage soll nicht über ihre heutige Größenordnung hinaus steigen. Schön wär's, gilt aber nicht mehr, denn das hat die Kanzlerin letztes Jahr gesagt. Jetzt wird's doch teurer. Im nächsten Monat wird die EEG-Umlage um 50% erhöht.